Willkommen aus Taiwan. Wir sind hier bei Asus und haben das VivoBook X441 Notebook in der Hand. Ein 1,7 Kilogramm leichtes Multimedia-Notebook mit Sonic Master-Technologie, also sehr guten Lautsprechern und Ton einfach drin. Angenehm große Tastatur, allerdings ohne Hintergrundbeleuchtung. Die wurde hier weggelassen, beziehungsweise ein Plastikhäuser, damit das Notebook einfach ein bisschen leicht bleibt. Hier in dem Fall gerade in so einer Silberfarbe, aber wir wechseln ständig die Farben, die Hintergrundbeleuchtung, deswegen sieht man das nicht so schön. 14 Zoll Full HD oder HD-Bildschirm könnt ihr das Gerät bestellen. Mit Webcam natürlich und Mikrofon. Die Webcam-Qualität können wir gleich mal anschauen. Wenn ich hier einfach mal Kamera eingebe unter Windows 10, dann seht ihr, dass die Qualität nicht allzu gut ist und der Weitwinkel auch nicht so toll. Aber für grundsätzliches Video-Skypen genügt das. Schauen wir uns ein bisschen die Anschlüsse an, wo wir dann hier sehen können, dass wir ein optisches Laufwerk haben, wo ich einfach den Knopf drücken kann und dann springt das hier raus und ich kann nicht DVDs brennen oder CDs lesen oder brennen. Dann natürlich ein Kensington-Lock, damit wir das dann festmachen können, damit es nicht gestohlen wird. Auf der Vorderseite dann ein SD-Karten-Slot, wenn wir eine Kamera-SD-Karte haben, zum Einlesen. Ein paar Status-LEDs und auf der nächsten Seite dann noch ein Kopfhöreranschluss USB 2, USB 3. Nochmal USB 3, aber hier mit dem neuen Typ-C-Anschluss, also egal in welche Richtung wir das Kabel haben, können wir das hier reinstecken. HDMI und WGA für Display-Ausgang, Bildschirm, Projektoren oder ähnliches. Netzwerkanschluss, aber WLAN hat sich auch integriert und Bluetooth und alles weitere. Und ein Stromanschluss und der Bildschirm lässt sich so weit maximal nach hinten klappen, weiter nicht. Auf der Seite dann hier RAM-Festplatte und ähnliches, nicht so leicht austauschbar. Wir haben viele Schrauben, die wir lösen müssten und die Batterie ist auch nicht herausnehmbar, leider fest verbaut. Und dann auf der Außenseite hier nochmal das schöne Design mit dem Silber, das ein bisschen so ausschaut, als ob es Metall wäre, dank diesem gestrichelten Design. Aber es kommt halt aus Plastik und das gibt es in mehreren Farben zu kaufen. In Weiß, Minz, Grün, so ein Rot oder so ein dunkleren Silber oder Braun. Das sieht man jetzt auf dem Bild nicht so schön, aber könnt ihr im Online-Shop wahrscheinlich ein bisschen besser anschauen, wenn ihr das Asus bestellen wollt in diesem Jahr, wo es dann mit Intel Core i-Technologie erhältlich sein wird. 8 GB RAM in dem Fall jetzt oder auch einem Nvidia Grafikchipsatz, den 29MX, dedizierter Grafik, damit ihr ein bisschen spielen könnt oder extern höhere Bildschirmauflösungen realisieren könnt nach HDMI oder WGA. Mein Name ist Balaschka, das war das VivoBook X441 von der Comdex 2016. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.